Preview, Let's Play, Phantom Doctrine, eine XCOM-Variante, spielt im Kalten Krieg. Wir haben ausgesucht, dass wir auf der Seite des KGBs, des sowjetischen Geheimdienstes hier, die Story-Kampagne durchspielen, im Einzelspielermodus. Wäre auch möglich gewesen auf Seiten des CIA, aber hey, das kann doch jeder. Ich finde persönlich, das ist viel spannender, mal was anderes auf Seiten der Sowjets, ein solches Rundentaktikspiel zu spielen. Willkommen beim Preview Let's Play, ich bin Writing Bull. Habt ihr die erste Folge gesehen vom Let's Play? Nicht? Doch, falls nicht, das hier? Ja, ganz genau, das ist der Link auf die erste Folge nachholen. Wir spielen das Tutorial im Augenblick und in Teil 1 wird ganz, ganz viel erklärt, was ihr noch nachholen solltet. Wiederum der Hinweis, es gibt in der, ganz kurz nur in der Textbeschreibung des Videos auf YouTube, gibt es einen Shoplink auf GamesPlanet und einen Gutscheincode, den ihr über meinen Gutschein, über meinen Shoplink einlösen könnt, durch dass ihr das Spiel noch preiswerter bei GamesPlanet bekommt, einen extra Gutscheincode, den ich habe aushandeln können mit diesem Keyhändler für euch. Und wir wollen jetzt mittlerweile in der zweiten Phase hier des Tutorials, des Einstiegs, wild um uns ballern. Die Stealth-Kampagne, der Stealth-Teil dieser Mission, der liegt hinter uns. Wir haben jetzt den Raum hier gestürmt, haben wild mit unseren Waffen um uns geballert. Unser Agent Nutter und der Agent Turm hier, den haben wir umgedreht, der ist durch Gehirnwäsche, wird er von uns gesteuert. Wir spielen hier... Wir bewegen uns hier in den Gebäuden an der Grenze zur DDR. Ihr seht es hier. Unser Geheimauftrag heißt, wir müssen Ladungsmanifeste stehlen. Insgesamt geht es bei der Kampagne darum, dass wir einer Verschwörung auf der Spur sind. Die Arbeit unseres KGBs wird unterminiert durch Verräter. Die müssen wir auskundschaften und eliminieren. So, jetzt weiß der Feind aber, dass wir kommen. Wir haben mal keine schallgedämpften Waffen benutzt, sondern wild um uns geballert. Wir gehen einen Zug weiter. Jetzt sieht der Feind. Alles im stilvollen Anfang der 80er Jahre Ambiente. In der Zeit, als Agenten noch keine Smartphones benutzt haben. Wir holen uns die Dokumente aus dem Safe, laufen, ja, ist eigentlich egal, hierhin oder dorthin. Wir können den Safe auch direkt, können wir den direkt anklicken, ja. Laufen dorthin. Knacken ihn. Holen uns die Ladungsmanifeste. Können jetzt die Evakuierung anfordern. Das ist hier, Evakuierungszone. Da hinten ist der Evakuierungspunkt. Wir können dort ein Fluchtfahrzeug anfordern. Das fährt dann zur Evakuierungszone, wird in zwei Runden eintreffen. Bis dahin sollte eine Möglichkeit auch da sein. Es dauert noch zwei Züge, bis der Evakuierungstrupp eintrifft. Sichere den Raum mittels Feuerschutz. Wie kommen wir dorthin? Unten rum, oben rum, hinten rum. Ich drehe die Karte mal. Ja, unten rum und dann hier hin. Okay. Das finde ich übrigens im Verhältnis zu XCOM 2 ein bisschen besser, dass man die Karte nicht nur in 45 Grad Schritten, sondern wirklich stufenlos hier drehen kann. Das finde ich sehr praktisch. Das heißt, wir klicken auf Feuerschutz. Ein Gebiet überwachen. Feinde das Gebiet betreten, werden unter Beschuss genommen. Machen wir. Und müssen das Gebiet noch bestimmen. Für das gilt. Eigentlich das ganze Gebiet, oder? Hier, da ist die Zone, da wird es angezeigt. Den anderen Agenten. Den Kollegen Turm, der unter unserer Gehirnwäsche leidet. Den ziehen wir hier hin. So, jetzt müssen wir draußen den Feuerschutz aktivieren. Auf große Distanz hat Feuerschutz einen konischen, also einen kegelförmigen Wirkungsbereich, im Gegensatz zum kreisförmigen Feuerschutz auf kurze Distanz. Jetzt wollen wir hier den Feuerschutz haben. Fallen die hier reinlaufen, werden unter Beschuss genommen. Wir sind am Fenster. Beenden den Zug wieder. Kommen Feinde? Wir überwachen von hier oben. Da kommt wirklich einer. Wir feuern auf ihn. Oh Gott, was für eine Blutlache. Das ist ja grauenhaft. Ein zweiter kommt rein, wird auch über den Haufen geballert. Der hat zu wenig Health Points, zu wenig Lebenspunkte.
Springe aus dem Fenster, geh in Deckung. Deckung reduziert den durch feindliche Angriffe erlittenen Schaden. Hier soll man in Deckung gehen. Das kennt ihr von XCOM auch. Diese Wappensymbole in vier Richtungen, die anzeigen, dass man da zumindest über halbe Deckung verfügt. Nicht bewegen. Links ein Feind. Wenn man noch einen Aktionspunkt und einen FP übrig haben, können wir einen Feind mittels Dauerfeuer niederhalten, sodass er jegliche Wachsamkeit verliert. Dauerfeuer auf ihn wird unter Dauerfeuerbeschuss genommen, reduziert die Wachsamkeit, unterdrückt die Regeneration. Bei ihm Ziel ist der westdeutsche Zollbeamte. Er leidet Schaden. Angriffe können verschiedene Mengen Schaden anrichten, dargestellt wie folgt. Maximaler Schaden, minimaler Schaden. Der maximale steht vor der eckigen Klammer, der minimale innen drin. Ausweichen geschieht automatisch, sofern das Ziel nicht aus nächster Nähe beschossen wird. Ausweichen kostet Wachsamkeit. Ein ausgewichener Angriff verursacht minimalen Schaden, ansonsten maximalen Schaden. Schaden wird weiter durch Panzerung und Deckung reduziert. Beachte, während der Infiltrierung und zu Kampfbeginn haben alle Feinde mit Ausnahme von Agenten keine Wachsamkeit. Letztere beginnen mit voller Wachsamkeit. Wir laufen hierhin mit voller Deckung. Kommen wir dann eine Runde hin? Mehr schaffen wir. Einmal volle Deckung wohin? Zur rechten Seite. Wieder geht's durchs Fenster. Glasscherben machen uns nichts aus. Manche Waffen sind präzise genug, um kritische Kopftreffer zu landen, verbrauchen dafür jedoch Wachsamkeit, also besonders gute Schussaktionen. Da ist der nächste Angriff Kopfschuss. Präzisen Schuss auf den ausgewählten Feind, der den Deckungsschutz ignoriert, kostet Wachsamkeit. Autsch. Zug beenden. Da kommt unser Fluchtfahrzeug. So, und während der Evakuierung kompromittierte Countdown abläuft, ist ja nicht mal kurz und knackig formuliert, erleiden wir erhöhte Gefahr nach der Mission. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf den Erfolgsstatus der Mission. Das war krude formuliert. Was ist denn das für ein Countdown? Ach, da oben ist der Countdown. Drei Runden Evakuierung kompromittiert. Während die Evakuierung läuft. Okay, erhöhte Gefahr nach der Mission, okay. Das heißt, wir laufen hier hin. Mission Objective complete. Missionsziel erfüllt, Turm flüchtet ebenfalls. Das war unser Schläfer, der mit dem entsprechenden Codesatz rausgeholt worden ist. Und wir können abhauen. Alle Missionen erfüllt, Tutorial erfolgreich gespielt. Das war das Tutorial. Das Taktische. Es gibt noch eine Strategieebene, die lernen wir auch demnächst kennen, und zwar da schon sehr, sehr bald. Agent Yukon hat den Amerikanern geheime Informationen übermittelt. Sein Haftbefehl wurde mit Patriot unterzeichnet und ist nur mit der höchsten Sicherheitsstufe einsehbar. Was bedeutet, dass jemand Wichtiges in Moskau seine Verbrechen als besonders gravierend erachtet? Ihre Einheit des KGB ist für seine Verhaftung zuständig. Das ist unser Ziel. Wir müssen Yukon, den Verrätern, der den Amis geholfen hat, festnehmen, identifizieren und festnehmen und danach dann abhauen. Alles klar. Rückblende. 2 Monate zuvor. Einrichtung des Space Force Direktorat Gukos in Vladivostok. Хочу увидеть, кто еще появится. Наверное, ГРУ уже на месте. Про волка речь. Что случилось? Милиционеры только что вбежали в здание. Не могу больше говорить. Das ist unsere Agentin. Не
Не думаю, что эти менты здесь официально. Саша! Подготовьтесь к стрельбе. Постараемся не оставлять беспорядка. Слишком много бумаг. So, mit zwei Leuten müssen wir rein. Und sind im Augenblick in der Infiltrierungsphase. Hier wird angezeigt, dass hier eventuell ein Gegner von links kommt. Ich weiß es nicht. Wir schauen uns herein. Okay, da müssen wir hin, um Yukon festzunehmen. Wir haben Kodiak, wir haben Indigo und Terimin an unserer Seite. Wir gehen mit Kodiak mal vor. Und laufen erstmal nur bis... Hier, was hier oben ist, wissen wir nicht. Hier sind die Kameras, die müssen wir ausschalten. Wo kann man die Kameras ausschalten? Die Kameras, die kann man die Treppen nicht rumlaufen. Wir müssen vorher die Kameras ausschalten. Aber wo ist das? Ist hier irgendwo ein Kameragebäude, das wir finden müssen, um die Kameras auszuschalten? Und wo könnte das sein? Einmal um die Ecke, hier kommen wir nicht weiter, hier endet die Karte. Was ist das hier unten? Nein, das ist nur eine Straßenlaterne. Hier, ein gelber Punkt. Könnte sein. Da war doch gerade was. Zweistöckiges Gebäude. Wir müssen wahrscheinlich, ja, ganz nach oben, okay. Wie kommt, also hier die Treppe rauf geht nicht. Wir müssen einen Seiteneingang finden oder wir müssen die Kameras ausschalten. Kommt man hier rein? Da oben ist so ein Alarmklingel und dahinter ist auch ein roter Raum. Da kommt man auch nicht rein. Wo kommen wir rein? Ich versuche mal rechts rumzulaufen. Ich schnapp mir mal Terimin. Wir laufen mal einfach nur mal hier hin und gucken mal, dass wir hier was aufdecken. Na, Pustekuchen. Hier ist das Gelbe. Was könnte das sein? Ist das ein Sekundärziel? Ist das die Kamerasteuerung? Wir schnappen uns Indigo. Also ran in das Gebäude ist Quatsch. Wir kommen auch hier nicht durch. Schaut mal, dahinter ist alles rot. Wir laufen erstmal nur hier hin. Und auch mit Kodiak bewegen wir uns mal rechts um. In die Deckung kommen wir nicht rein. Was hier von der rechts kommt, wissen wir nicht. Wir brauchen aber auch nicht zwingend eine Deckung. Da ist ein Posten. Ola. Wir haben einen entdeckt. Und wo geht er weiter? Die könnte auch ein Zivilist sein. Er geht geradeaus durch. Das heißt, er wird uns nicht sehen. Und wir können hier hinlaufen, wenn wir wollen. Das mache ich mal. Wir rennen durch das Gebäude durch hier hin. Haben halbe Deckung. Kamera. Не хочу, чтобы ГРУ узнала о нашем присутствии. Пульт управления должен быть рядом. Просто выключи камеры. Der Führungsoffizier Zyklon berichtet auch von einer Steuerkonsole, aber wo ist sie? Da wird was angezeigt. Wo ist die Steuerkonsole? Ist das die Steuerkonsole hier anscheinend, ne? Ah, wie kommen wir... Kameras ausschalten, optional. Das ist hier. Ah, wie kommen wir da rein? Doch, durch die Tür hier. Roter Bereich, wie kommen wir denn da rein? Also hier kommen wir nicht durch. Der dreht sich auch gleich wieder um. Und schaut mal, der geht den Weg gleich wieder zurück, oder? Wir müssen hier doch... Kommen wir vielleicht doch hier rein? Ich laufe mit Kodiak mal... Hierhin. Und mit den anderen hier einmal hier rüber. Von hier rechts näherte sich jemand. Aber hier kann ja nicht viel passieren. Schauen wir uns mal die Ausrüstung an. Erste-Hilfe-Kasten. Fähigkeiten. Fokus. Regeneriert. Okay. Das hier ist Ablenken. Das ist ja interessant. Wie funktioniert das? Einen Feind oder einen Zivilisten ablenken. Oh, interessant. Dann haben wir hier noch Einzelschießen. Nein, das wollen wir nicht. Das können wir mit einem... Haben wir da nur
Das hier ist die, die AK, das Maschinengewehr. Das machen wir auch nicht. Nein, 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 nein. Kommt gar nicht in Frage. Hier kommen wir aber rein in das Gebäude und dann kommen wir hier vielleicht weiter durch. Wie kann man denn hier links rein? Das testen wir gleich mal. Hier gehen wir mal ein bisschen aus dem Blickschutz raus. Bewegen uns. Hier hin. Und warten mal ab, was passiert. What is it? Jetzt ist die Frage, kommen wir hier rein? Rote Zone. Oder ist die rote Zone außerhalb? Hier sind so rote Pfeile. Die rote Pfeile sollten zeigen an, dass der zeigen nach innen, also in den Bereich, der rot ist. Das heißt, hier kommen wir nicht rein. Wir kommen hier in die Steuer nicht rein. Das heißt, wir müssen ihn ablenken und hier durch. Das klappt doch auch nicht. Wo ist der Eingang hier? Wo ist hier ein Eingang in das Gebäude? Hier kommen wir nicht lang. Wir machen das mal auf. Ich versuch's mal. Hat doch geklappt. 12 Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert, weil wir das innerhalb einer Runde gemacht haben. Hat das funktioniert. Aber wir müssen vermutlich sofort wieder raus. Innerhalb einer Runde noch, ne? Weil es ist alles noch rot hier. Komm mal hier oben. Hoch noch? Sind die Kameras sind ausgeschaltet. Das klappt. Und sind hier noch andere Ziele innen drin? Kann man hier noch irgendwas machen? Schaltzentralen sind hier? Nein, wir sollten einfach nur abhauen. Und ganz schnell nach außen. Bewegt er sich in der nächsten Runde? Nein, der bleibt hier stehen. Das heißt, wir können hier oben hinlaufen. Kein unbefugtes Eindringen. Dann schnappen wir uns, dann rennen wir mit denen auch rein. Dann schnappen wir uns noch ihn hier, Theremin. Wie weit kommen wir mit Theremin? Auch bis hier. Eine Runde weiter. Ja, und jetzt können wir hier oben rauf. Treppe 1 hoch. Wir wissen nicht, was er ist. Wir haben hier Fog of War. Wir müssen auf jeden Fall hierhin, also 2 Etagen rauf. Das sind die einzigen Treppen. Rennen wir wohin? Wir können ja nicht gucken. Das gefällt mir nicht. Wir gehen zwar mal das Risiko ein und laufen hierhin. Und? Ja, schon mal gut gegangen. Oh, was ist hier rechts? Niemand. Nein. Oh, schöne Perserteppiche. Кто нам сказал про изменника? Патриот? Верно, как обычно, по тайному протоколу. Но про него ничего не знаем. Или про нее? Нет ничего конкретного. Надо надеяться, что это не ловушка. Das finde ich gut. Jetzt wird das wirklich auf Russisch geredet und nicht mehr auf Englisch. Das finde ich doch sehr stilvoll. Indigo rennt auch rauf. Hier oben haben wir ja gesehen, hier ist keine Gefahr. Komm mal, hier links ist auch keiner zu sehen, dann rennen wir mit Indigo hier hin. Und hier geht es über die nächsten Treppen auch noch weiter. Und mit Theremin. Und wenn ich jetzt die Karte mal drehe, dann ist das hier anscheinend die Treppe, die nach ganz oben führt, ne? Und wir könnten schon mal ganz nach oben laufen, aber in einem Rutsch, ohne dass die anderen uns eventuell absichern können. Das finde ich ein bisschen gewagt. Wir rennen mal hier hin. Okay, das hat funktioniert. Eine Runde weiter.
ist irgendwo ein Feind zu sehen. Was ist das hier links unten? Aha. Etwas Gelbes, was wir knacken können. Sag mal, ist das bei uns in der Etage? Oder war das eine Etage drunter? Das ist bei uns in der Etage. Das ist vermutlich etwas, was wir knacken können, dass uns dann hilft, wenn wir eine Etage höher gehen. Vielleicht nochmal irgendeine Sicherheitsvorkehrung. Hier ist noch was Gelbes, was eingezeichnet ist. Oh, das ist ja ein riesiges Gelände. Ich glaube, das wird nicht damit getan sein. Das ist ja nur hier hinlaufen. Dann nehmen wir Yukon, öffnen die Tür hier. Pardon, Indigo. Und da ist einer. Was könnten wir mit dem denn anstellen? Mal einen Linksklick drauf. Ausschalten, lautlose Ausschalten, diesen sowjetischen Polizisten. Der hat nur 35 Trefferpunkte. Wir haben 88, das schaffen wir. Wir müssen mehr haben, sonst wäre der lautlose Angriff wird uns auch, ist gar nicht eingezeigt. Niedergeschlagen. Okay. Dann noch hier rüber. Oder können wir das mit Kodiak machen in einem? Ja, wir rennen mit Kodiak hier hin. Geheime Dokumente gesammelt. 1 von 3. Bonusziele. Optionale haben wir geschafft. Und Theremin? Könnte ich hier die Tür auch mal öffnen, oder? Mal gucken, was da ist. Und was ist hier drin? Ein Fotolabor. Kein Feind hier drin. Was da hinten ist, weiß ich nicht. Wir riskieren es mal und laufen hier in die Ecke. Und sehen hier was? Nein, es ist eine Tür. Die machen wir noch nicht auf. Das machen wir später. Das war es erstmal eine Runde weiter. Okay, jetzt machen wir mit dem Kollegen hier die Tür hier auf. Und was sehen wir hier? Hier ist erstmal nichts. Das ist alles vorgefroren. Das ist nicht ganz unriskant. Hier könnte irgendjemand irgendwo stehen. Das ist jetzt echt blöd. Was tun? Hierhin mal laufen. Der Raum ist leer. Ja. Wir wissen aber nicht, ob sich jemand von außen vielleicht reinbewegt. Wir bleiben mit unseren Leuten lieber zusammen. Indigo läuft durch. Bis hierhin. Gibt es auch kein Fenster, dass sie gesehen wird? Nein. Können wir machen. Wir wollen erstmal das Stockwerk komplett durchkämmen, bevor wir weiterlaufen. Get on with it. Und? What is it? Alles okay. Mit Theremin laufen wir bis zu dieser Tür hier. Halten sie erstmal geschlossen. Lauf mit Indigo hinterher. Unsere Heldin Kodiak, alias Sascha Danilova. Eine Runde weiter. Und? Na. Machen die Tür hier mal auf. Und das sieht schon ein bisschen eher nach Schallzentrale aus. Schwere Teppiche auf dem Boden, ein riesengroßer Konferenztisch, wo eventuell irgendwelche Pläne liegen. Und hier nochmal Geheimdokumente, die wir uns holen können. An der Seite eine Karte, die uns das sowjetische Reich zeigt, unterteilt in die Sowjetrepubliken. Und außerdem das Zimmer Pflanzen, die mal dringend gewässert werden sollten, behaupte ich. Und alte Möbel.
Ja, da laufen wir rein, holen uns die nächsten Dokumente, laufen dann weiter rum, suchen Yukon, müssen ihn festnehmen. Was uns noch fehlt, ist die Strategieebene auch von Phantom Doctrine. Hoffentlich lernen wir die bald mal kennen. Und ja, das alles nächste Folge beim Preview Let's Play mit Phantom Doctrine. Macht's gut, euer WB.